Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal vom Simba, unserem Ridgeback. Und der hat gerade ein bisschen Muffe und ich zeige euch jetzt, wovor der gerade Angst hat. Ja, ist ein Heuballen. Ich erzähle übrigens gerade Quatsch, das ist kein Heuballen, das ist ein Grasballen. Der ist eingewickelt, zu, ja, dass der Silage wird, ja, das ist ein Silageballen am Ende. Und unser Simba, der hat davor ein bisschen Schiss. Der hat eben jetzt schon, ja, seine Nackenhaare aufgestellt, weil der offensichtlich keine Ballen kennt. Ja, ihr wisst ja, wir sind ja meistens hier unterwegs, also im Wald. Und heute mal ein bisschen Feld, weil ich eigentlich eine Übung mit ihm vorhab, was Leinenführigkeit angeht. Und es war jetzt total schwer, ihn überhaupt bis hierhin zu bewegen, weil der hier, guckt euch das an hier, der hat Angst vor dem Heuballen. Brauchst du nicht, Großer, guck mal hier, der tut dir gar nichts, der Heuballen. Der ist ganz nett zu uns, der ist ein ganz netter Heuball, ja wirklich. Ja, also ich mache jetzt hier eine Übung mit ihm, was Leinenführigkeit angeht, und vielleicht nehme ich euch da später noch mit dazu, weiß ich nicht, wie das dann funktioniert. Weil, ja, man kann sich halt nun mal, wenn man hier so am Film ist, nicht so mit auf den Hund, ja, konzentrieren, so gut, wie es dann eigentlich sein muss. Und ja, ich will gegebenenfalls später mal ausprobieren. Na, nicht buddeln. Komm, wir gehen nochmal zum Heuballen, Silba. Komm, wir gucken uns den nochmal an. Na komm, wir gucken uns den nochmal an, den Heuballen hier. Hier ist er. Komm, hier ist er, Schatz. Ja, also ich leiste jetzt noch ein bisschen Heuballentraining erstmal, ja. Und ja, dann mal gucken, ob ich euch noch mal mit dazu nehme. Oh, Simba, hey, der tut dir gar nichts. Sagst du denn noch mal Tschüss? Nee. Okay, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen arbeiten. Ich verabschiede mich an der Stelle. Und ja, nehme euch vielleicht später noch mal mit dazu. Moment. So, die Angst vom Heuballen haben wir offensichtlich überwunden. Ja, er traut sich jetzt schon mal dahin. Und dass er da auch mal dran schlägt. Ja, also ne, nachdem ich jetzt hier schon angefangen habe mit der Story, dass er Angst vom Heuballen hat, will ich wenigstens das glückliche Ende noch zeigen. Simba liebt den Heuballen und schlägt ihn ab. Ich habe ja schon erwähnt, dass eine unserer Baustellen also die Leinenführigkeit ist. Und ja, es ist jetzt das allererste Mal, dass ich mit Handy an so eine Übung mache oder überhaupt euch an irgendeiner Übung teilhaben lasse. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das läuft. Ich gebe mein Bestes. Und das ist auch schon der Grund, warum wir die Übung machen. Er zieht nämlich eine Leine. Und heute ist für unseren Simba Gegenteiltag. Wenn er nach rechts will, gehe ich nach links. Wenn er nach links will, gehe ich nach rechts. So wie er mich überholt, da hat er mich überholt, gehe ich in die andere Richtung. Das soll die Leinenführigkeit verbessern. Wahrscheinlich jeder, der das jetzt hier irgendwie sieht, der denkt sich, mein Gott, hat der Typ einen Schaden oder warum rennt er hier planlos die ganze Zeit durch die Gegend? Aber das riskiere ich jetzt einfach mal. Das ist schade, dass ihr jetzt den Simba jetzt nicht so oft seht. Aber das ist auch eigentlich ganz gut, wenn das so ist, weil dann heißt das, dass der mich nicht überholt und das Training fruchtet. Und da ist er wieder. Ja, das Ding ist halt einfach, also ich muss mich schon gut dagegen stemmen mittlerweile, wenn er wirklich will. Ja? Also wenn er in eine Richtung will und ja, seine ganzen Muckis da einsetzt, dann muss ich schon ordentlich dagegen mich stemmen. Also nicht, weil ich jetzt hier so ein kräftiger Typ bin oder so, aber ich bringe halt ein bisschen mehr Gewicht auf die Waage als meine Frau beispielsweise. Die hat dann echtes Problem. Und auch für mich ist das ein Problem, weil ich meine, ihr wisst, wir haben Herbst. Ah, da ist er wieder. Wir haben Herbst und ja, es ist nun mal so, das Laub liegt überall, der Boden wird matschig und wir sind ja meistens im Wald unterwegs. Und dann kommt noch dazu, dass die Region, wo wir wohnen, die ist halt nun mal sehr, sehr bergig. Ja, hier geht es also hoch und runter.
Und wenn er dann zieht und da ist halt gerade so eine Matschpiste und die ist dann auch schön abschüssig, dann bin ich auch jedes Mal kurz davor, mich auf den Popo zu setzen, ja. Genau hier das meine ich. Das ist der Grund, warum wir Leintraining machen. Schaut euch die Blöcke an hier. Alles Matsche, ja. Und wenn Hundi zieht, dann machst du aber den Abflug. Also in anderen Worten, wir haben da ein Thema. Und das Thema gehen wir jetzt an. Genauso, ja, genauso intensiv wie damals der Abruf. Da habe ich ja auch erzählt, dass wir unsere Probleme hatten damit, dass er nicht abrufbar war. Und ja, das ändern wir gerade. Jetzt kommt er von der Seite. Meine Hand hängt übrigens die ganze Zeit ganz locker an mir runter, als würde ich eine Einkaufstüte tragen. Die Wiese hier, die kennt ihr vielleicht. Da hinten, da sind die bösen, bösen Heuballen, bei denen der Simba letztens noch Angst hatte. Jetzt aber nicht mehr. Jetzt haben wir die Heuballen im Griff, ja. Ja, ist jetzt natürlich bildtechnisch jetzt für euch vielleicht nicht so schön, wenn ihr den Simba nicht die ganze Zeit seht. Da ist er wieder. Ja, das mache ich jetzt noch eine Weile. Und ja, mal gucken, ob das zum Erfolg führt. Ich werde auf jeden Fall berichten. Jetzt lasse ich ihn aber wenigstens nochmal Tschüss sagen, ja. Sagst du mal eben Tschüss, Simba? Nee, willst lieber da schnüffeln? Ach ja, okay. Naja. Dann darf er sich auch mal einen Moment wälzen. Und dann geht es gleich weiter mit unserem Training. Dann verabschiede ich mich an der Stelle. Und wie gesagt, ich berichte natürlich, ob und wie das geklappt hat. Ciao!